Hallo, liebe Freunde des gepflegten Dampfens und alle, die es werden wollen. Heute will ich zwei Brüder vergleichen. Es handelt sich nicht um Menschen, das könnt ihr euch denken, weil Menschen sollte man auch gar nicht miteinander vergleichen, das wisst ihr sicher, sondern um zwei Geräte. Aber sie ähneln sich wie Brüder und es sind wirklich auch Brüder, der Crafty und der Mighty. Und fangen wir mal an mit der Größe. Bei der Größe sieht man gleich natürlich der kleine und viel, das kleine und viel leichtere Gerät ist hier der Crafty. Er kann leichter halt in die Tasche gesteckt werden, mitgenommen werden und ist entsprechend eher der mobile Bruder, der viel unterwegs mitgenommen werden kann. Und dieses Gerät ist etwas größer, schwerer, solider. Ansonsten dieses Material, das ist, beide sind aus dem gleichen hochwertigen Kunststoff. Beide haben hier oben ein abnehmbares Oberteil, das man dann sehr gut reinigen kann in Alkohol, in Reinigungsalkohol. Und beide haben die gleiche Technik, aber dazu komme ich noch. Also rein äußerlich natürlich ein deutlicher Größenunterschied. Die genauen Daten seht ihr auf meiner Website und aber von den Materialien her exakt gleich. Dann kommen wir mal zu der Bedienung. Da sind die Unterschiede natürlich gleich auf den ersten Blick sichtbar. Hier sieht man die Temperatur direkt, kann sie auch jederzeit ändern und einstellen. Man hat also hier eine sehr einfache Bedienung, die direkt am Gerät ist. Ansonsten, hier oben füllt man jeweils die Kräuter ein, das ist bei beiden Geräten gleich. Hier diese orangenen Knöpfe jeweils zum Anmachen. Und da kommen wir gleich zu einem Punkt, was den Strom betrifft. Die Stromversorgung natürlich hält der Mighty genau doppelt so lang oder circa doppelt so lang und heizt auch etwas schneller auf. Er ist also mit mehr Energie versorgt. Das liegt daran, hier sind zwei Batterien drin auf beiden Seiten und hier nur eine Batterie. Dieses Gerät kann man komplett am Netz betreiben, auch wenn es ganz leer ist. Also wenn es komplett alle ist, könnt ihr den Mighty ans Netz hängen und ihn benutzen. Bei dem Crafty, wenn er ganz leer ist, muss man erstmal ein bisschen warten und erst wenn ungefähr 20-30% die Batterie aufgeladen ist, kann man ihn dann auch am Netz betreiben. Also der Mighty ist eben das häuslichere Gerät und der Crafty eher für den Außeneinsatz. Von dem Aufladen her ist der Unterschied, hier braucht man eine spezielle Lade, ein spezielles Ladegerät, das dabei ist und hier kann man mit einem Mini-USB-Ladegerät aufladen, das man oft für das Handy schon dabei hat, das ist also hier ein kleiner Vorteil. Ja, und die Bedienung, das ist klar beim Crafty, die geht eben nicht über diese beiden Anzeigen hier, sondern die geht über eine App, die angeschlossen ist, die man mit dem Crafty verbinden kann und damit steuert man die Temperatur. Wenn man also die Temperatur oft wechseln will, oft verschiedene Kräuter für verschiedene mit verschiedenen Temperaturansprüchen hat, dann ist der Mighty vielleicht etwas nachteilhaft, wenn man halt immer mit dieser App verbinden muss. Das ist kein großer Aufwand, aber es ist natürlich ein Vorteil, wenn man hier direkt an dem Gerät direkt alles regeln kann und ständig mit der Temperatur spielen kann. Weiterhin vom Dampf her, von dem wichtigsten Aspekt her, sind die beiden Geräte vollkommen identisch. Und zwar beide auf einem ganz, ganz auf dem höchsten Niveau bei den mobilen Vaporizern. Beide machen einen fantastischen Dampf. Da kann ich keinen Unterschied feststellen, wenn ich das sagen würde, dann wäre das Einbildung, dann wird der eine den und der andere den nennen. Es ist ja hier auch komplett die gleiche Konstruktion, hier in der Mitte, hier an der Seite, wo praktisch die Hitze und der Dampf erzeugt wird, hier in den Füllkammern. Deswegen ist es auch naheliegend. Auch der Abstand von dem Mundstück ist gleich, seht ihr hier. Ja, es ist einfach ein etwas abgeschnittener Mighty sozusagen, der Crafty. Und insofern vom Dampf her, vom wichtigsten Aspekt her, da müsst ihr nicht, das spielt keine Rolle bei der Entscheidung zwischen den beiden, weil das ist gleich gut. Erstmal will ich ein allgemeines Fazit geben. Natürlich, das Gerät ist für jeden, der es eher zu Hause benutzen will, der es nicht immer rumtragen will oder der sagt, ich habe einen großen Rucksack dabei und es macht mir auch nichts, wenn es etwas größer und schwerer ist. Dieses Gerät ist für jemanden, der es in der Tasche haben will, der es eher mitnehmen will, wenn man den Stealth-Faktor, den Geheimfaktor hat. Hier dieses Gerät ist natürlich kleiner, kann man gut mal hier so in den Ärmel tun und dann ganz unauffällig, aber ihr müsst euch nicht schämen, wenn ihr vaporisiert, aber man könnte es, wenn man mit seinen Bekannten spazieren geht, manchmal die Hand so hier hinhalten und daran ziehen. Das ist etwas,
umständlicher. Also der Stealth-Faktor. Dieses Gerät fällt auf. Klar, es ist groß, es leuchtet auch noch. Und hier geht auch in eine große Jacke, aber nicht ganz so gut. Der kostet etwa 20 Euro mehr, also bei mir im Shop 300 Euro und der dann so 276, also es sind so 25, also bei mir 20 Euro Unterschied und so in dem Bereich bewegt es sich. Deswegen jetzt rein von dem Betrag her würde ich es nicht aufhängen, sondern wirklich will ich unterwegs sein viel, will ich mit so einer App das Gerät steuern, was etwas umständlicher ist. Dafür ist die App ganz lustig. Man kann da drin, sieht man noch Kräutertemperaturen und kann die Helligkeit einstellen und so. Das Gerät ist halt in gewisser Weise etwas smart, also sozusagen ein Zusatzgerät fürs Handy. Das hat dieser große, solide Bruder nicht. Da ist einfach nur alles auf dem Gerät. Ich persönlich habe mit dem angefangen und den in der ersten Zeit gehabt. Deswegen ist es sowas wie mein erstes Kind. Er hängt mir ein bisschen am Herzen. Jetzt benutze ich aber eine Zeit lang schon den Mighty und er ist einfach so solide und auch ein einfach begeisterndes Gerät. Also, was wollt ihr kaufen? Den Crafty, den Mighty oder wollt ihr die beiden Brüder nicht trennen und euch gleich beide auf einmal kaufen? Ich wünsche euch immer gut Dampf hier und hier. Bis dann.